Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go und ihr kennt doch die Dicken von vier Fäuste für die Dicken oder zwei Dicke außer Rand und Band oder was es dann noch alles gibt. Das ist wieder ein dummes Gelaber auf jeden Fall. Der Dicke ist wo, der kam mal wieder auf eine richtig geniale Idee oder auch nicht. Denn das war gar keine Idee, das hat sich einfach so ergeben, als er bei mir war, hat er mir gezeigt, dass er über 1000 Pokebälle gesammelt hat. Und das hatte den Grund, dass er bei sich natürlich viel unterwegs ist, viel Stress hat, immer mit dem Knopf spielen muss, wie er sagt, immer Go Plus dabei hat und einfach bei der Autofahrt oder nebenbei durch die City immer nur am Drücken ist. Deswegen sind für ihn die Pokebälle das Wichtigste auf der Erde. Er scheißt auf Superbälle, er scheißt auf Überbälle, der braucht immer nur Pokebälle und hat hier ordentlich gesammelt. So hat er dann 1000 Pokebälle gehabt, aber das hat ihm noch nicht gereicht. Er ist noch eine Stufe aufgestiegen, war dann bei 1111 Pokebällen, weil das auch richtig gut aussieht. Und hat sein persönliches Ziel mit 1234 Pokebällen erreicht. Hat sich dann gefühlt wie King Louis, bis ich gesagt habe, das ist ja gar nicht so krass. Denn schau mal, du kriegst, wenn du einen Stop drehst, sofort 5-6 Pokebälle hinterhergeworfen. Die Pokebälle, die fliegen dir nur so hinterher, wenn ich durch die Gegend laufe. Ich schmeiß da manchmal 200, 300, 400 Pokebälle am Tag einfach weg, sodass die 1000 eigentlich relativ schnell zusammenkommen. Hab mir dann aber eine Challenge gesetzt, aus eben seinem Handeln heraus Bälle zu sammeln und dachte, was wäre denn krass, 1000 Hyperbälle wäre schon eine Hausnummer, denn die sind wirklich am seltensten. Die sind wirklich am seltensten, denn wenn ich einen Stop drehe und ich bekomme 5 Pokebälle, aber nach 10 Stops immer noch keinen Hyperball, dann muss ich da schon ein bisschen hinterher sein und sammeln. So, das ging jetzt eine ganze Weile. Ich habe die 1000 Hyperbälle erreicht. Ich habe weiter gesammelt, habe mich durchgefuchst, habe die 1111 Hyperbälle erreicht. Und jetzt möchten wir live hier mal reingucken ins Inventar. Ihr seht, bei Items, ihr könnt ja maximal nur 2000 Sachen haben. Und wir sind bei den 1234 Hyperbällen angekommen. So, und das ist, glaube ich, die beste Zahl, die man dann noch machen kann nach 1000, 1111, 1234. Was würde noch gut aussehen? Natürlich 2000, 2222. Aber das ist alles überhaupt nicht möglich, denn ihr könnt ja nur 2000 Sachen haben und da der Inkubator auch einen Platz wegnimmt, der unendliche, könntet ihr nur 1999 haben, glaube ich. Könnte man sich als Ziel setzen, ist aber natürlich richtig krank, wenn ihr das natürlich macht. Dann zeigt mir das, macht einen Screenshot, zeigt mir, wie viele Hyperbälle habt ihr oder was habt ihr an Superbällen, Pokebällen. Wenn ihr da richtig krasse Zahlen habt oder irgendwelche besonderen Zahlen, dann zeigt mir das. Ihr könnt auch 111, 222, 333 untereinander haben, Poke, Super, Hyper. Sieht bestimmt auch cool aus, aber ich bin gespannt. Wenn ihr habt, könnt ihr mir ein paar Screenshots ja senden, zeigen. Die würde ich dann hier nochmal einblenden, mit ins Video nehmen, ins nächste, darüber nochmal reden. Aber 1234 war meine persönliche Hausmarke, die ich erreichen wollte. Habe ich geschafft, sieht krass aus. Dachte eigentlich immer, die sind gut für die Community Days, dass man da schön alles wegfangen kann. Habe vor den Community Days immer alle Pokebälle, alle Superbälle weggehauen. Aber du drehst einen Stop, kriegst wieder 10 Pokebälle und fängst die nächsten 10 Viecher mit den Pokebällen, weil die dann besser fangbar waren, hat man die Hyperbälle überhaupt nicht gebraucht. Und so sind die nie weggekommen, haben sich immer weiter gesammelt und gerade aus den Geschenken bekommt man natürlich viele. Und so kamen die 1234. Richtig krass. Wer eine Herausforderung, wer möchte, wer mehr Bälle hat, kann sich melden, kann mir das zeigen. Deswegen eine kleine Ball-Sammel-Challenge an alle da draußen, die mal was richtig Krasses machen wollen. Bälle sammeln, genau. Nein, aber zeigt mir eure Bälle. Das war die Sendung. Ich hoffe, ihr fandet es einigermaßen interessant. War mal was anderes. Für zwischendurch ein kleiner Snack. Deshalb bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.